Hallo, ich bin die Manuela. Ich bin die Angie. Und wir stellen euch heute Brettspiele, Kinderbrettspiele vor. Genau, und da haben wir im Aufbau der Bausche, das sind zum Beispiel Klassiker und das sind so Neuheiten. Und ganz eine besondere Neuheit haben wir natürlich da, das ist jetzt Speedy Roll, ist halt heuer Kinderspiel des Jahres. Wie das funktioniert und so, wir haben schon mal was aufgebaut, das zeigen wir euch jetzt. Ich kenne das noch nicht, die Manuela wird mir das jetzt erklären. Ich habe schon ein bisschen was aufgebaut, es ist ein variabler Spielplan, den kann man in variabel zusammenstellen. Es gibt zwar, man kann es entweder alleine spielen, also dass jeder für sich igelt, oder in der Kooperationsvariante. Wir spielen natürlich Kooperation. Genau. Da startet der Igel, da startet der Fuchs, also wir spielen alle gegen den Fuchs. Wie funktioniert es? Die Angie nimmt den Ball, rollt den über die, das sind so Teile auch mit Glätter, über die Früchte. Genau. Da sind jetzt, darf die Angie schauen, was hängen geblieben ist. Ein Blatt. Ein Apfel. Und ein Apfel. Und jetzt darf sie mit dem Igel praktisch zum Blatt und Apfel. Sie muss jetzt schauen, wo es am weitesten kommt. Naja, aber schon her, wenn es da Blatt und Apfel. Ah, das schau. Und der Fuchs fährt nach jedem Zug, fährt der Fuchs zwei. Jetzt komme ich dran. Oh, na schau. Ich habe da das Blatt, zweimal das Schwammerl und zweimal den Apfel. Boah. Aber leider, wenn man nämlich fünf erwischt, darf man leider nicht fahren. Kommen die jetzt wieder ins Spiel? Die kommen erst ins Spiel, wenn vier von einer Sorte draußen sind. Ah. So, und so spielt man eben. Man muss schauen, dass man den Igel ins Ziel bringt. Und der Fuchs verfolgt uns nämlich. Und wir müssen schauen, bevor es uns der Fuchs fängt, dass wir im Ziel sind. Darf ich nochmal? Ist auch eine Neuheit. Genau. Und ist für optische Wahrnehmung. Wie schnell kann ich was erkennen? So, ja, so, dann geht es wieder los zum Spielen. Also, jeder oder Aquarium. Das ist meins. Bei mir ist es ein bisschen anders, aber jeder hat praktisch ein Aquarium. Es gibt auch zwei Seiten. Ist auch immer ganz gut bei den Spielen, weil das ist die leichtere Variante, die wird dann ein bisschen schwieriger. Also das kann man dann auch. Das ist mein Fisch. Und dann gibt es Fotoparat. Da gibt es auch einen leichten und einen schwierigen. Wir fangen natürlich einmal mit den leichten an, dass wir es einmal sehen. Das Ziel ist, dass der Fisch, dass man, wer als erster den Fisch fertig hat, in der ganzen Länge dort gewonnen. Da kriege ich dann die Fischteile. Da gibt es größere und kleinere Teile. Ich würfel und wir schauen gleichzeitig, wenn ich jetzt würfel, dass ich diese Fische mit dem Fotoparat einfangen. Und es dürfen nur dann die Fische drinnen sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rot und Grün brauche, darf nur Rot und Grün drinnen sein. Was, wo ist Rot und Grün? Aber nicht der Dritte zum Beispiel. Genau. Und wer sich das hat, schreit Klick und der kriegt dann einen großen Teil und der zweite Teil. Jetzt gerade, komm. Wenn er es auch findet, einen kleinen Teil. So. Orange. Nur Orange. Klick! Okay, ja. Kriegst du einen großen Teil. Aber ich habe es auch gefunden. Klick, krieg einen kleinen Teil. So, jetzt darfst du nochmal würfeln. Blau-Orange. Ah. Klick! Ich will keinen blauen Orange. So, ich darf mal den großen Teil nehmen. Angie, wie schaut es bei dir aus? Ich sehe keinen blauen Orange. Da! Klick! Ja, dann hast du auch noch einen Teil. So spielt man halt, bis einer den ganzen, einen großen, langen Fisch hat. Der ist dann der Sieger. Ein Klassiker, Zicke-Zacke, Hühnerkacke. Ein tolles Spiel aus dem Hause Zoch, gibt es relativ lange, ist 1998, glaube ich genau, Kinderspiel des Jahres waren. Und ist schon so lange auf dem Markt und ich weiß selber, das geht nach wie vor. Es ist Memory System. Genau. Ganz was Tolles für Kinder. Hoppala. Die Angie hilft mir jetzt aufbauen, weil das kennt die Angie auch, das Spiel, gell? Was super ist, ist bei dem Spiel, dass sich der Spielplan immer verändert. Es werden die Eier rundherum gelegt. Das ist unser Spielplan. Und was auch sehr wichtig ist, gerade die Spielteile sind relativ hart, das ist ein starker Karton. Gerade für die kleinen Kinder, die sie immer spielen und kann man nicht knicken. Und was ja diese Hennen, also die sind da alle aus Holz. Vom Haptischen gut anzugreifen. Und es nehmen immer alle vier Hennen an den Rennen teil. Egal wie viele Spieler das sind. So. Das Ziel des Spieles ist, dass eine Henne alle Federn vor die anderen hat. Weil jedes Mal, wenn ich die Henne bin und ich überhole einen anderen, kriege ich dann seine Feder.
Aber wenn der zwei Federn drinnen hat, darf ich mir beide nehmen. Wie kann ich ziehen? Ich muss jetzt zum Beispiel da die Blume finden. Ich schaue, irgendwo muss da die Blume versteckt sein. Am Anfang ist es natürlich noch schwieriger. Nein, Spiegelei. Muss ich wieder umdrehen. Mir gehört der Gelbe. Mir gehört der Grüne. Nein. Blume. Ah, Blume. Brauche ich. So, jetzt darf ich dann, darf ich drücken. Und jetzt darf ich weiter da, weil der Zug richtig war. Jetzt darf ich nur schauen, ob ich vielleicht einen Osterhasen finde. Osterhase. Ah, Osterhase. Da, genau. Genau, und so spielen. Ich komme nochmal dran. Wieder? Wurm. Ich muss schauen, dass ich da fahre, weil sie, wenn es mich überholt, dann schnappt es mir meinen Schwanz weg. Ich merke mir das nicht. Schnecke, Schnecke, Schnecke. Warte, nein. Oh, danke. Ah, ich sag dir immer lief. Warte, ich bin nochmal dran. Also wenn da Kinder mitspielen, die haben uns schon längst überholt. Ja. Wenn wir spielen. Passt, ja? So, wie gesagt, das Ziel ist eben, dass eine Henne alle vier Federn hat. Die hat dann, ist dann praktisch geschmückt. Da hat es dann hinten drauf. Hupf einmal drüber. Praktisch, ich hupf da drüber. Nehmen wir dann der Angie eine Feder. Wenn sie mir zum Beispiel überholt und ich habe drei Federn, dann kriegt sie alle drei Federn. Aber das schafft sie jetzt ja nicht. Ja, Memory. So. Und der ist dann die Sieger, praktisch die Henne mit den ganzen bunten Federn. Toller, so, super Klassiker. Ja, gibt es eben schon lange und ich weiß, kommt allgemein immer sehr gut an bei den Kindern spielen. Aber wie gesagt, Kinder sind da meistens besser als wir. Richtig. Ab 4 ist das zum Spielen und bis 99 natürlich. Genau. Ab 100 geht es dann nicht mehr. Genau. Ja. So, ja. Das sind jetzt die drei, was wir euch jetzt einmal vorgestellt haben. Wenn ihr mehr wissen wollt, bei den Spieletagen, am 28. und 29. könnt ihr uns alle fragen, da haben wir dann auch die Spiele mit und können wir natürlich dann auch anspielen, wenn ihr es gerne wollt. Gut, wir sagen danke und bis 28. November. Tschüss! Tschüss!